Willkommen bei den Whisky Shots, ich bin's wieder, euer Marco. Ich bin's wieder, euer Marco ist auch speziell, ne? Ich glaube, 8 Monate oder so haben wir kein Tasting-Video hochgeladen. Aber das soll sich in den nächsten Wochen ändern, weil, juhu, ich habe neuen Manpower bekommen, ich habe mein Team verstärken können. Der ein oder andere wird ihn in den letzten Monaten schon gesehen haben, den Friedel. Und der Friedel soll mir so ein bisschen den Rücken frei halten, so dass ich einfach wieder ein bisschen mehr Zeit habe, ja, unter anderem Videos zu machen. Aber... Und jetzt kommen wir zu dem heutigen Video, weil heute ist es noch kein Verkostungsvideo. In dem Video möchte ich euch gern zwei Sachen präsentieren, bei denen ich hoffe, dass ihr uns und den guten Zweck ein bisschen unterstützt. Ja, und ich fange einfach mal an. Die meisten von euch werden wissen, dass wir zusammen mit der Whisky.de Facebook-Gruppe eine Charity-Aktion seit ein paar Jahren machen, die den Namen Komland trägt, was gälisch ist und so viel bedeutet wie die Gruppe. Und ich habe exemplarisch einfach mal die ersten 3 Abfüllungen davon mitgebracht. Insgesamt gibt es diese 3 Abfüllungen plus nochmal 3 Abfüllungen. Und diese 6 Flaschen oder diese 6 Fässer zusammen haben immerhin ein bisschen mehr als 25.000 Euro vom guten Zweck zusammengebracht. Was ich alleine nie geschafft hätte, was ich einfach nur geschafft habe, weil wir so viel Unterstützer bei den Whisky-Liebhabern haben. Und diese Aktion fühlen wir uns verpflichtet und möchten die gerne weiterführen. Und deshalb ist dieses Video die erste Ankündigung dafür, dass ich das Fass für unseren Komland 5.0 gefunden habe. Ich jetzt darauf warte, dass es gebottelt wird und wir mit der Aktion loslegen können. Ich gehe davon aus, dass das in den nächsten, ich sag einfach mal 3 Monaten oder so, wahrscheinlich stattfinden wird. Und ich wollte euch zumindest schon mal sagen, was es wird. Es wird ein 10 Jahre alter Whisky. Es wird, wie bei uns, glaube ich, gar nicht so schwer vorstellbar, ein Buchletti werden, ein Buchletti aus dem River Salt Cask. Und wie immer, ohne Farbstoff, ohne Kältefiltration in Fassstärke. Und ich habe die Tage gesehen, es wurde gerade ein Private Cask River Salt geteilt. Da lag die Flasche bei 110 Euro. Und weil wir ja immer versuchen, bei der Komland-Aktion Whiskys rauszusuchen, die vom Preis her dann wirklich für euch richtig attraktiv und spannend sind, damit ihr hoffentlich ein bisschen was für einen guten Zweck oben drauf legt, kann ich schon mal ganz grob sagen, hängt ein bisschen davon ab, wie viele Flaschen aus dem Fass rauskommen. Aber ich gehe mal davon aus, die Flasche wird ganz grob plus minus um die 80 Euro liegen. Was, glaube ich, für einen Marktpreis oder für einen Vergleich auf dem Markt echt super ist. Ja, das ist das Erste. Das Zweite, jetzt wird es ein bisschen persönlicher. Der ein oder andere, und ich muss auch gestehen, ich bin aufgeregter als sonst, wenn ich Videos mache. Der ein oder andere von euch wird mitgekriegt haben, dass so ganz grob in den letzten 2 Jahren immer mal wieder gesundheitliche Problemchen im Raum standen und ich einfach nicht so leistungsfähig war, wie ich es gern gewesen wäre. Teilweise auf Messen nicht da gewesen bin. Also als Beispiel, wir hatten dieses Wochenende in Limburg Messe und dann habe ich mich Samstag mit Schmerzen und Schmerzmitteln durch die Messe gequält und bin dann Sonntag tatsächlich auch wieder nach Hause gefahren, weil der Rücken einfach nicht wollte. Ja, und das nimmt immer mehr zu. Zum einen ist das sicherlich ein bisschen stressbedingt. Zum anderen machen wir uns nichts vor. Ich bin einfach viel zu schwer. Ja? Ich werde irgendwie in das Video vielleicht jetzt an der Stelle, wenn ich das technisch hinkriege. Wir haben vor 2 Tagen ein Video gemacht. Ich habe mich tatsächlich getraut und habe mich auf die Waage gestellt. Das lasse ich mit einfließen, damit ihr sehen könnt, wie schwer ich denn tatsächlich bin. Und jetzt kommt mein spezielles Anliegen. Ich will abnehmen. Ich will das schon seit Jahren. Krieg's irgendwie alleine nicht hin, krieg den Schweinhund nicht überwunden. Hab mir professionelle Hilfe gesucht, wo ich schon ein paar Monate hingehe, um einfach mich langsam aber sicher darauf vorzubereiten. Und möchte das Ganze gerne mit einem gewissen Druck versehen und habe mir überlegt, wie kriege ich das hin, dass ich auf der einen Seite leistungsbereit bin und auf der anderen Seite unterm Strich vielleicht was Positives dabei rauskommt. Und deshalb möchte ich mit dem Video eine Aktion starten, die genau 365 Tage lang läuft, also ein Jahr. Und ich nenne das Ganze mal Komland 365 Tage Challenge. Ich verrate euch mein aktuelles Gewicht. Ich werde versuchen, in den nächsten 365 Tagen mich gesund zu ernähren, also bewusst nicht abzunehmen, sondern einfach mein Leben zu ändern. Gesünder, ein bisschen mehr Sport, endlich mal wieder mit dem Hund regelmäßig rausgehen, anstatt es irgendeine Hundin dann nie machen zu lassen. Selber mir hier und da mal eine Auszeit zu gönnen, um den Stresspegel ein bisschen zu reduzieren. Ja, und alles das soll unterm Strich dazu führen, dass ich hoffentlich im Laufe des Jahres peu à peu Gewicht verliere. Und um diesen Anreiz ein klein bisschen zu verstärken, um mich
positiv zu pushen, habe ich mir überlegt, dass alles das, was ich in diesem Jahr abnehmen werde, ich mit 10 Euro Spende an die Comlan 6.0 Aktion machen werde. Das heißt, wir werden dieses Jahr ganz normal das Fass 5.0 machen und dann in ungefähr einem Jahr, wenn dann Comlan 6.0 denn dann hoffentlich kommt, werde ich für jedes abgenommene Kilo, was ich in diesem Jahr abnehme, 10 Euro in die Spendentruhe reintun. Und meine große Hoffnung ist jetzt, dass viele sagen, das ist eine coole Aktion, das ist gut, dass der Dicke endlich versucht, was für sich zu tun. Ich unterstütze das mit einem Euro pro Kilo, den der Marco abnimmt, oder mit 50 Cent oder mit 10 Cent. Alles ist willkommen, alles hilft und ich hoffe so, den Druck so stark aufzubauen, dass ich halt sage, okay, jedes verlorene Kilo sind, weil so und so viele Leute mitspenden für einen guten Zweck, ich sage jetzt einfach mal eine Summe, 20 Euro und dann ist das am Ende des Jahres halt der Betrag X. Um euch ein bisschen zu motivieren und ja, euch zu animieren, dabei mitzumachen, habe ich mir überlegt, dass ich an alle die, die bei der Aktion mitmachen, egal was sie dafür geben, eine Flasche aus meinem privaten Whisky-Fundus versteige, die genau das Alter in Jahren hat, was ich im Laufe des Jahres an Kilos abgenommen habe. Wenn ich mich total blamiere und ich verliere nur 5 Kilo, dann gibt es irgendeinen 5-jährigen Whisky, den ich wahrscheinlich gar nicht in der Sammlung habe. Und wenn ich richtig gut bin und ich nehme vielleicht 40 Kilo ab oder 50 Kilo ab, dann gibt es einen 40 oder 50 Jahre alten Whisky zur Versteigerung, beziehungsweise zur Verlosung. Versteigert wird gar nichts. Darüber hinaus kommt jetzt die große Bitte an alle die, die regelmäßig zu mir in den Laden kommen. Alle wissen, dass ich ein Genussmensch bin. Alle wissen, dass ich gerne meine Zigarre rauche. Sie wissen, dass ich gerne futter. Sie wissen, dass ich gerne was Leckeres trinke. Ich würde euch bitten, im nächsten Jahr keinen Kuchen, keine Süßigkeiten, nichts Herzhaftes, keine Whiskys. Bringt einfach nichts mit. Kommt vorbei, so oft und wie häufig ihr wollt. Bringt Spaß mit, bringt Freude mit, aber bringt mir nichts zu trinken und nichts zu essen mit, damit ich meinen Weg hoffentlich ganz gut gehen kann. Und ja, wie ihr seht, ich glaube, ich war noch nie so nervös bei einem Video wie heute. Ich werde dieses Video bei Facebook natürlich online stellen. Wir werden es bei YouTube online stellen. Und ihr habt die Möglichkeit, ich werde unter den Videos eine Liste aufmachen und würde mich freuen, wenn sich viele in die Liste eintragen und mich an dieser Stelle unterstützen und auch den guten Zweck unterstützen. Ja, und bin sehr gespannt auf euer Feedback. Ich weiß, ich kann mit der Aktion unfassbar scheitern. Ich kann mich bis auf die Knochen blamieren. Und ja, ich hoffe, dass wir zusammen ein super cooles Jahr hinkriegen. Und ja, unterm Strich, spätestens ich nach einem Jahr hier stehe, ein bisschen gesünder, ein bisschen fitter, natürlich ein bisschen leichter bin und wir sagen können, wir haben zusammen einen Betrag X für einen guten Zweck zusammenbekommen. In dem Sinne wünsche ich euch alles Gute, ein super Jahr, euer Marco von den Whisky Shots.